Schnauze, Hartmann! Kerz, fahren Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Geschafft. Das war der letzte. Wir haben es geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Kerz, bringen Sie uns zu dieser Position. Ja, Kommandant. Sind wieder einsatzbereit. Alles fertig! Das ist ein Hinterhalt! Schröder! Diese Bastarde sind verrückt! Glaubt an die Stärke und an Deutschland!
Zugbrücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Hey Gott, nochmal. Ruhe! Alle! Halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Wolke. Machen wir einfach unsere Arbeit. So schnell es geht! Strengen Sie sich gefälligst an! Komm schon, Stefan, reiß dich zusammen! Noch mehr feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie nur kommen. Kommen Sie voran, Kerz. Ich hab's gleich. Sind wieder einsatzbereit. Kein Durchschlag. Nur noch eine Sekunde!
Schäden überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott, noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Hartmann, wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz, bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Thank you.